begrüße nochmal ganz herzlich hier im Bloch-Zentrum zu unserem Talk über neue Theaterformen im urbanen Raum. Herrn Professor Hans-Günter Heime, Intendant des Theaters im Pfalzbau, und Herrn Matthias Lilienthal, Theater der Welt und demnächst auch Intendant in München der Kammerspiele. Ganz herzlich willkommen hier im Bloch-Zentrum, und hier sitzen jetzt auf dem Podium ja zwei Vertreter unterschiedlicher Theatergenerationen, die auch das Theater der Welt, Herr Heime, 1991 inszeniert hat. Sie inszenieren es jetzt, Herr Lilienthal, zum zweiten Mal in Mannheim. Und wenn ich beginnen kann, Sie haben ja in Mannheim neulich zwischen den Türmen gestanden, habe ich gelesen, am Collini Center. Und Sie haben eine Stadt erkannt, die Sie an die 80er erinnert hat. Eine Stadt, wo Produktion herrscht und die Sie mit dem Theater der Welt erschließen wollen. Sie sind jetzt auch nach Mannheim gezogen. Und wir haben ja in der Metropolregion Ludwigshafen und Mannheim zwei sehr ähnliche, aber doch sehr unterschiedliche Städte. Deswegen zum Einstieg meine erste Frage: Wie hat Mannheim auf Sie gewirkt, diese 80er Jahre? Was meinen Sie da konkret damit? Ich meinte damit schlicht und einfach, dass ich komme ja aus einer Stadt, die vollständig desindustrialisiert wurde, Berlin. Und Mannheim hat mit 38,6% industrieller Wertschöpfung die höchste Wertschöpfungsquote in der Bundesrepublik. Also man merkt halt an allen und Ecken und Enden, dass Menschen in der Produktion in dieser Stadt arbeiten. Und natürlich ist das ein völlig anderes Verhältnis. Zum Beispiel haben wir am Hau, das ich 9 Jahre lang geleitet habe, sehr viel über Migration gearbeitet, und die Berliner Migranten sind sehr spät gekommen, und Anfang der 70er Jahre, und waren dann spätestens in den 80er Jahren weitgehend schon arbeitslos. Das sind zum Beispiel ganz andere Situationen. Hier ein Großteil von Migranten sind in Arbeit. Man hat hier mit der BASF in Ludwigshafen und mit den 33.000 Arbeitsplätzen also das ist ja richtig noch ein Industriedinosaurier, wie er sonst in der Bundesrepublik fast nirgendwo noch vorhanden ist. Und das prägt die Stadt natürlich. Das führt zu einer sehr direkten, freundlichen, proletarischen Atmosphäre, die Spaß macht. Und Mannheim ist auf so einem hedonistischen Level, kann man da total super durchsurfen. Ja, Herr Heime, Sie sind vor 10 Jahren nach Ludwigshafen gekommen. Ähnliche Atmosphäre, Arbeit bestimmt die Stadt, Arbeit bestimmt ja auch das Denken von Bloch in diesem Haus. Was hat Sie denn vor 10 Jahren dazu gebracht, nach Ludwigshafen zu gehen? Und wie sehen Sie heute die Unterschiede zwischen Ludwigshafen und Mannheim, was diese Worte von Herrn Lilienthal eben bedeuten, 80er Jahre, als noch Vollbeschäftigung, große Beschäftigung herrscht, als Arbeit, Produktion, die hier noch stattfindet und woanders eben gerade im Osten nicht mehr stattfindet? Was hat das für Bedeutung für Kunst? Ja, also ich bin hierher gegangen, weil ich so alles hinter mir hatte, was das deutsche Normal, in Anführungszeichen Theater, in ihrem Beobachten sicherlich so ausgemacht hat. Und um hier ein Modell zu schaffen, was in Städten, die eigentlich kein Theater haben, an Theater passieren müsste, könnte oder sollte. Das heißt also eine völlige Neu- und Umgestaltung überhaupt von Kinder- und Jugendtheaterarbeit, die hier gar nicht stattgefunden hat. Hier wurden nur Gastspiele auch in dem Bereich eingeladen, und die fuhren dann am Abend wieder nach Hause. Und hier hat eine Arbeit stattgefunden, die 6.000, 7.000 junge Leute an dieses Haus erstmal in den 10 Jahren gebracht hat und jetzt auch zu einer riesigen Gruppe von Menschen geführt hat, die eben seit 10 Jahren da mitmachen und die gewachsen sind in so eine Theatersituation, in Anführungszeichen, die wir ja gar nicht haben, aber durch eigene Produktionen ja unzählig viel Theater gespielt haben,
für junge Leute eben auch. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir mit diesen Festspielen halt aus diesem normalen Mie von Theaterprogramm rausgekommen sind. Hier war natürlich immer ein riesiger Akzent, was Tanztheater betrifft. Das ist ja eine riesen Tradition hier und so. Aber durch eben auch die Hilfe der BASF ist da sehr viel anderes möglich gewesen. Und durch die Hilfe des Landes ja auch, was das Schauspiel betrifft, ist da auch sehr viel gezeigt worden in Ludwigshafen, was sonst überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Und mit so Wochen wie Deutsch-Türkische Festwoche, die Diskussion über die Orientsituation, also das sind sehr, sehr gewichtig, auch den Tanzwettbewerb, Hip-Hop-Wettbewerb, also hat sich auch sehr viel an Publikum verändert. Es ist viel passiert. Was er jetzt hier einbringt, ist was zum Großteil was ganz anderes, aber darüber gilt es ja zu reden. Und der Bloch hat ja dazu mal in den 20er Jahren diese beiden Städte beschrieben. Das ist heute, glaube ich, überhaupt nicht mehr zutreffend, dass dieses Ludwigshafen hier eine Aufbruchsstadt ist, also das Chicago des Süddeutschlands oder Deutschlands im Gegensatz zu dieser verbürgerlichten, traditionelleren aus den historischen Quadraten eines feudalen auf das Schloss bezogenen Stadtsystems Mannheim. Das hat er ja als Ludwigshafen-Geborener sehr heiter und sehr ironisch und sehr bösartig formuliert. Heute ist es so, dass in Ludwigshafen irgendwie alles tot geht, was diese Stadt im Zentrum ausgemacht hat irgendwann mal. Man wohnt so in diesen proletarischen Siedlungen im Hemshof eigentlich sehr schick und toll mit türkischen zugewanderten Menschen sehr harmonisch, alles gut. Ich habe heute einen Stadtrundgang in Mannheim gemacht, in Neckarstadt West, und bin auf eine Situation gestoßen, ich weiß das ja, die von unendlicher Brutalität ist. Also von einer beängstigten Gruppe von fliehenden Bürgern, die vor diesen Rumänen und Bulgaren gar nicht mehr wissen, wie sie sich, in der Nacht kann man sich da gar nicht durchwagen, als Frau vor allem. Also ist eine ganz schlimme Situation. Das heißt, in Mannheim ist etwas ausgebrochen, was überhaupt nicht geschafft worden ist. So eine Situation wie Jungbusch, das ist schick geworden, da wohnt man, da hat man sich arrangiert, das ist also alles in, geradezu so eine Berliner Situation, bis Kreuzberg oder die Ostsituation um Rosa-Luxemburg-Platz, das ist in Mannheim also zum Teil ja gelungen. Ob das nun so zum Beispiel diese Neckarstadt Ost wird zu so einem Zentrum wie in Kreuzberg oder so, wo das klappt ja heute, und das spaltet sich radikal von dieser wirklichen, brutalen, völlig ungeschafften arbeitslosen Situation von Zuwanderern, was in Ludwigshafen gar nicht der Fall ist. Also die Stadtsituationen haben sich völlig verdreht. Ja, und Sie sehen ja auch, was uns heute betrifft, wie wir Ludwigshafener auf dieses riesige Angebot von Theater der Welt reagieren, durch Abwesenheit und auch durch Unvermögen, durch geradezu Beängstigung mit diesen Formen umzugehen. Also da muss man jetzt sprechen drüber. Warum ist das so? Warum ist Ludwigshafen von Ihnen nicht mehr in den Griff, in den Schwitzkasten, in die Zange genommen worden? Gut, man kann ja da hinfahren, das sind zwei Straßenbahnhaltestellen, dann ist man im Zentrum dessen, was Sie da machen. Aber wir hatten ursprünglich ein Teilprojekt es gibt ein Projekt X-Firmen, das ist ein Performance-Parcours, das hatte angefangen mit einem Projekt X-Wohnungen, wo je zwei Zuschauer im 10-Minuten-Format durch 8 Wohnungen gegangen sind, und das Ganze, und aus dieser Reflexion von industrieller Arbeitswelt war die Idee, und das auch in Mannheim machen wir das auch, und da haben wir lange mit der BASF gesprochen, und aus Sicherheitsgründen ist es dann am Ende abgesagt worden. Aber das war zum Beispiel einer der Punkte. Ehrlich gesagt, ich habe Theater der Welt schon mal damals in 4 Städten gemacht, was irgendwie so halb schief ging, weil man einfach die Städte von Bonn bis Duisburg einfach nicht unter einen Hut kriegt. Und insofern, und dann gab es sehr, sehr eindeutig auch eine Bitte
des Nationaltheaters und der Stadt, sich auf Mannheim im Wesentlichen zu konzentrieren. An einzelnen Punkten konnte ich ausgreifen, aber das ist gedacht als so ein Mannheimer Festival. Ich verstehe die sozialen Probleme in der Neckarstadt West, die Sie ansprechen. Ich kann aber die Harschheit Ihrer Beschreibung eigentlich nicht teilen. Also ich war da auch oft nachts unterwegs und ehrlich gesagt ist mir dann nie im Geringsten was passiert. Es ist einfach so ein bisschen raueres Klima, was ich dann aber umso mehr liebe. Also bevor wir nochmal ich habe ja alles gelesen, was Sie so auch in der Rhein-Neckar-Zeitung, die Sie ja am letzten Wochenende gestaltet haben. Wenn Sie erfreut sind, wenn Sie in Beirut Schwierigkeiten kriegen mit dem Taxi, dass Sie da nicht ankommen oder hier kommen Sie an, ja, also das ist klar. Und das macht es alles relativ langweilig, wie Sie meinen, aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass man da hinkommt, wo man will, oder? Also Ich bin von Mannheim vielleicht okay, sagen wir mal. Beirut ist so ein bisschen so eine Glamour-Stadt wie München. Also insofern war da eher so eine Veränderung. Aber ich mag es, wenn das Taxi mich an Punkten rausschmeißt, wo ich nicht hin wollte. Und wenn ich dann in irgendwas geworfen bin. Und ich habe ehrlich gesagt, wenn ich das mit Ludwigshafen so früher gecheckt hätte, wäre ich wahrscheinlich auch nach Ludwigshafen gezogen. Herr Lilienthal, Sie sind jetzt in Mannheim einfach rausgeworfen worden. Und Sie hatten ja auch von Castorf gelernt, habe ich gelesen, dass dieses Theater ja mit der Stadt irgendwie in Verbindung gesetzt werden soll. Und jetzt haben Sie ein Programm dieses Festivals ja um dieses Theater, um diese Stadt herum gebaut. Und das, was Herr Heime eben gesagt hat, also da kommen Sie, Sie finden das alles nicht so rau, weil Sie aus Berlin kommen und dann noch alles viel rauer ist. Weiß ich nicht warum, aber ich finde es ist die Neckarstadt West, natürlich gibt es da Arbeitslosigkeit und natürlich gibt es da ein bisschen Kriminalität, aber man sollte das jetzt auch irgendwie nicht mondänisieren. Also es ist irgendwie ich finde eher an Mannheim total wohltuend im baden-württembergischen Vergleich, dass es die ungenutzten Industrieräume gibt und ich liebe diese Brücke zwischen dem Spaghetti-Knoten, zwischen dem Rathaus und Ludwigshafen und diese Perspektiven, die man da auf den Hafen werfen kann, finde ich total großartig und liebe ich über alles. Und ich fahre auf diese Freiräume ab und die bringen mich zum Produzieren und so Sachen, die mir Spaß machen. Im Moment steht vor dem Nationaltheater in Mannheim ein Camp mit 120 Architekturstudenten, die 23 Hotelzimmer über die gesamte Stadt verteilt bauen und wo es dann ein Hotelzimmer auf der Neckarspitze gibt, Hotelzimmer auf dem Werkhaus vom Theater, Hotelzimmer am Neckarufer und wo die Geste gegenüber der Stadt gemacht wird, das Versprechen, dass ein internationales Theaterfestival gibt, exotische und folkloristische Welten vorzuzeigen. Anstattdessen laden wir die Mannheimer ein, einen fremden Blick auf ihre eigene Stadt zu werfen. Und gleichzeitig sind diese 120 Studenten, die Hotelzimmer entworfen haben und die sie jetzt bauen, natürlich die ersten Performer, die aufkreuzen für das Festival. Also Frage an Sie beide danach, Herr Heime. Sie hatten ja angesprochen mit dem, was in Mannheim mit der Beschreibung soziale Frage. Die soziale Frage, die bei Ihrem Theaterschaffen hier ja auch sehr im Mittelpunkt steht. Jetzt sagen Sie, Performance statt erobern, das geht ja nicht unbedingt zusammen. Da gibt es ja wohl erhebliche Unterschiede in dem, was Theater bewegen soll, in dem Festival und bei der Theaterarbeit hier. Ich meine, das ist ja die Frage um Performance. Was ist eine Performance? Was hat die mit Theater zu tun? Wenn so eine Frau Abramowitsch in New York im größten Museum unserer Welt, unserer westlichen Welt, da sitzt und anzufassen ist oder sich zwischen ihren Fingern blutig hackt, dann sind das grandiose oder grauenvolle, aber unendlich wichtige Kunstvorgänge. Ja? Wenn der Vostell, also in meiner Jugend, den kannte ich ja gut, wir haben viel zusammen gemacht in Köln, war das ja so eine Art von Abramowitsch, auch sehr verfolgt und gehasst. Und wenn er so ein Theater mit Broten umlegt hat, rieb sich das oder das reibt sich auch heute eigentlich alles an diesem bestehenden
normal, in Anführungszeichen, Theater-Output. Das ist die Kraft dieser Performances, meine ich. Und ich glaube auch, diese Theater haben ungeheuer viel davon aufgesaugt, profitiert und gegenseitig. Das geht aber nur gegenseitig, dass da sowas da ist, was man irgendwie anpinkelt. Das ist ja toll. Und andererseits, jeder lebt eigentlich aus der Aggression im Verhältnis zum anderen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Die Frage ist eben, wie man ein Publikum mitnehmen kann. Wenn das Wort Publikum, weiß auch nicht, was das ist, ja. Aber wir sind natürlich wahnsinnig viele Menschen oder viele, hoffentlich sehr viele, die so einem Theater der Welt folgen, die das sehen wollen, was da passiert. Die Frage ist, ob da zu viel Beirut ist und das eben nicht und warum das nicht ist. Da kann man jetzt, ich finde das Programm ganz toll, aber man hat natürlich, sind Sie und ein anderer macht das anders. Also auch der auf Ihrer Performance-Seite, sagen wir mal so. Ich finde es auch sehr performance-lastig, aber das ist alles nicht wichtig, sondern wichtig ist doch, was ist das für eine Art von Kunst, die Sie jetzt hier einbringen wollen und wie man sieht, wie unendlich schwierig das ist, überhaupt jemand zu finden, der da reinzieht in diese Wohnungen. Ja? Von Ludwigshafen, ich rede jetzt von dir. Wir haben durchaus 15-20% Bestellungen aus Ludwigshafen und wir haben 70% verkauft, das Festival 4 Tage vor dem Beginn. Also das, ehrlich gesagt bin ich da total positiv überrascht drüber. Ich glaube, dass Formate dieses Mitmachens natürlich die Zugänglichkeit auch erleichtern und ehrlich gesagt, wenn man so von außen kommt, empfindet man ja eigentlich, das fragt man sich ja, wie regionale Politik Verkehrsmittel so ausbilden sollte und ein anderes Verständnis dafür entsteht, dass im Grunde genommen Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg eine Stadt sind. Es sind irgendwie für mich ist halt der unzählige Heidelberger, vor allem Junge, die noch nie in Ludwigshafen waren. Und noch für nie. Mich, und für mich ein paar ist Ludwigshafen, die dann aufs Schloss gegangen sind oder so, weil man da sagt, da steht was. Ja. Aber dieses Kennen ist nicht. Ich weiß, aber wenn Verkehrsmittel das anders verbinden würden, und eine andere Mentalität entsteht, wäre das, die Distanzen sind es ja nicht. Klar, ja. Also die Distanz selbst vom äußersten Punkt von Heidelberg bis zum äußersten Punkt von Ludwigshafen liegen bei einem Drittel der Berliner in Distanzen. Also es ist hier Ludwigshafen, die Frage, ob man, ich wohne da im letzten Haus von den Quadraten und ob ich da gewohnt hätte oder hier drüben, ist ein Unterschied von 8 Minuten und nicht mehr mit dem Fahrrad. Und ich würde, vielleicht klappt es ja bei Theater der Welt, dass auch Mannheim ein bisschen eine Zentrumsfunktion wahrnimmt und das für die Gesamtregion tut und insofern versuchen wir es, ich weiß nicht, woran Sie Interesse haben, ob wir mal in sowas wie Hotelzimmer reingucken sollen oder hier Gobsquad die ganze Zeit hinter uns ein Bild zu sehen, vielleicht können wir uns anhand dessen darüber streiten, wie Theater auszusehen hat. Das ist zum Beispiel halt ein performance-lastiges Theater, ein Berliner britisches Kollektiv, die sich einen Roman von David Foster Wallace, Infinite Jest, unendlicher Spaß genommen haben. Und sie spielen anhand von Themen Tennis ohne Schläger und ohne Ball. Aber es gibt einen Schiedsrichter, der entscheidet, wann der Ball im Aus war. Und das Ganze ist immer improvisiert und gibt 2 Semifinals und 1 Final. Und das zeigen wir bei Grün-Weiß Mannheim. Dann schauen wir uns das doch jetzt mal an, damit wir einen Einblick gewinnen. Also Film ab. I'm more athletic than you. Do you know why? Because I want to win. Winning has nothing to do with being authentic. Winning has got more to do with having more talent. Oh, I think talent has nothing to do with authenticity. I think it's the opposite. I
myself, what's your language in court? Myself to serve. Subject. Philosophers I studied who deal with concepts of reality. And myself, a piece of advice, show your university education. Remember who's watching. Wer außer diesen Pappkameraden sieht das? Oder? Das war in Berlin Teil einer 24-Stunden-Performance, wo wir mit zwei Bussen rumgefahren sind. Das haben jeweils 200 Zuschauer gesehen da oben. Ja. Wir haben zum Beispiel diese Vorstellungen sind in Mannheim im Tennisstadion. Im Moment wird 500 Plätzen ausverkauft. Also das ist läuft zum Beispiel, also da gibt es zum Beispiel ein Rieseninteresse für. Und das sind drei Schauspieler? Sechs Schauspieler und es gibt, die alternieren immer und das spielen der Schiedsrichter 2x2, die Halbfinale und dann also spielen jeweils fünf mit. Ja, und wollen Sie erreichen, dass diese 200, die da oben sitzen, das auch spielen, dass die da mitmachen? Nee, das ist reines Angucktheater. Das ist klar, aber was soll ich da mit nach Hause nehmen? Also jetzt nach Hause nehmen, Sie muss ja nicht immer was nach Hause mitnehmen, aber was wollen Sie da? Wo wollen Sie da hin? Wo soll es ankommen? Ach, ich habe ja keine Botschaft, die ich mitschicken will. Nein, ich will nicht mehr Botschaft. Was mich daran interessiert ist natürlich, dass es ein improvisiertes Theater ist, dass es natürlich die Absurdität dieses Sports übersetzt in improvisierten Text und Choreografie, es spielt mit Monsieur Hulot, also es stellt auch die Tennisbewegungen extrem aus und es verbindet eine Sportgeschichte mit der Auseinandersetzung mit dem Vater und mit gesellschaftlichen Diskursen und das Ganze hat natürlich so eine bestimmte Gaming-Oberfläche und gleichzeitig Tennis ist ja ein total anachronistischer, verstaubter Sport, der vor 30 Jahren mal wichtig war oder englische Aristokratie und die Tennisvereine in Berlin barmen darum, irgendwelchen Nachwuchs zu kriegen und plötzlich wird das zum Bewegungstool für so einen Text für mich. An welchen Orten spielen Sie das? Das haben wir in Berlin im Steffi-Graf-Stadion gespielt, zum Beispiel halt 1992 gebaut mit Lottomitteln. Zweimal dann die German Open stattgefunden und danach findet jetzt einmal im Jahr ein Nachwuchstennismatch da statt. Und hier spielen wir es beim Tennisverein Grün-Weiß. Was meinen Sie, wie anschließend darauf reagiert wird im Club? Verändert das irgendwas an Tennis? Ach, auf einmal wird so ein Ort für Sport wird für eine Woche durch Kultur besetzt. Das gibt und gleichzeitig kommen Leute plötzlich vom Tennis dann plötzlich in diese Performance-Veranstaltung, finden es vorher blöd, finden es dann vielleicht immer noch blöd oder ein paar finden es dann interessant und natürlich ist das ein großes Open-Air-Spektakel, was dann natürlich auch diesen angestammten Charakter von Theater verlässt. Oder es polemisiert natürlich total, da ist nichts festgelegt. Es ist vorher erarbeitet, aber das, was jeweils stattfindet, hat einen Bereich von choreografierter Improvisation. Sie sprachen ja vorhin auch noch von den Räumen, die Hotelräume, dass man sich das Mannheim und die Region aus anderen Perspektiven erleben kann. Ich glaube, da sollten wir auch noch mal kurz reinsehen, um ein bisschen auch noch mal einen visuellen Eindruck von dem zu bekommen, was dann auch die Festivalbesucher in Mannheim erwartet. Gerne. Und auch die in den Räumen sind, erwartet, um dann über den Ansatz noch mal weiter zu diskutieren.
Film ab? Ja, es ist kein Film, es ist ein Entwurf. Das war, da haben wir 180 Entwürfe bekommen von Architektenkollektiven und das zum Beispiel ist ein UFO, der in der Franklin-Kaserne gelandet ist nach dem Abzug der Amerikaner und ist zusammengesetzt aus lauter Waschmaschinenteilen und natürlich auch da sind in der Franklin-Kaserne sind 3 Hotelzimmer und diese in der Franklin-Kaserne haben, glaube ich, mal 12.000 Menschen gewohnt. Und wenn man jetzt über diese Hotelzimmer, wenn 3x2 Hotelgäste da die Nacht übernachten, natürlich wird man da ein hautnahes, das ist dann ein bisschen so wie Blair Witch Project oder so ein kleiner nächtlicher Jugendhorrorfilm in der freien Natur. Gehst du mal auf die Seckenheimer Straße auf? Das ist so eine Geschichte, die eigentlich diese Arbeitsweise von Raumlabor sehr klarstellt. Sie setzen sich immer wieder auseinander mit nicht mehr benutzten Stadtmöbeln. Also hier schläft man auf der Seckenheimer Straße in dem Auto, benutzt die Telefonzelle als Minibar und als Roomservice und benutzt die Litfaßsäule als Balkon. Also und die Telefonzellen sind ja zum Beispiel etwas, was total aus unserer Realität verschwinden und Raumlabor und die Kollektive überlegen sich dann andere Nutzungsmöglichkeiten für diese überkommenen Stadtmöbel. Das ist zum Beispiel auf dem Marktplatz die Hagia Sophia nachgebaut aus Altglascontainern. Da übernachtet dann der Reisekorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in der ersten Nacht. Und dann hier der Hedonist, die Realisierung des Mies van der Rohe Projektes für das Nationaltheater Mannheim an der Neckarspitze, das durchsichtige Haus, das er damals geplant hatte und gleich Neckarspitze, der Zusammenfluss von Rhein und Neckar und so Naturidylle gepaart mit dieser Durchsichtigkeit und als der hedonistische Ort. Und das ist die Neckarspitze ist eins der Lieblingsprojekte. Wir können noch, zeigst du noch das Lieblingszimmer der Mannheimer, wenn wir schon in Ludwigshafen sind. Das Lieblingszimmer der Mannheimer ist das Schiller-Denkmal als Nachttisch zu benutzen. Und ja, das ist vielleicht als Hinweise auf die Hotelzimmer genug. Okay, jetzt haben wir auch da einen Einblick. Ich möchte jetzt einen ganz weiten Bogen spannen, Herr Heime. Sie machen jetzt hier im Moment was ganz anderes im Theater. Sie machen mit Laien Gilgamesch, da wo alles angefangen hat. Und wie passt da in diesen beiden Städten, passt das zusammen? Was ist das, was das auch unterscheidet? Naja, also was ich hier halt überhaupt nicht sehe, wenn ihr von dem Thalia-Theater, von der Jelinek eine Produktion holt, hat das ja mit Texten was zu tun. Mit einer Qualität der Sezierung unserer Gesellschaft durch eine Dichtung. Ja? Das hat ja viel mit dem zu tun, was der Schiller wollte oder auch andere wollten und die Jelinek wird da eingeflogen. Das kommt mit dem ICE. Kommt mit dem ICE. Okay, aber naja, das ist doch eh toll. Das ist ja eine große Frau und ein großer Text, das ist doch klar. Aber ich vermisse halt das, was Sie jetzt, also wenn ich versuche hier, das waren ja 150 Menschen aus Mannheim, aus was weiß was, aus Kaiserslautern, auch ein paar aus Ludwigshafen, die versucht haben, mit diesem Gilgamesch erstmal durch Castings durchzumachen. Jetzt ist dann so eine Gruppe übrig geblieben von 60, 70 Leuten, die über ein halbes Jahr sich damit beschäftigen. Ich stelle mittlerweile fest, das war ein Fehler. Wir hätten es viel gedrängter machen müssen, weil diese Laien kriegt man nicht mit. Dann ist einer mal in Frankreich, einer fährt ein. Ist ja auch alles toll. Nur da zu einer wirklichen Situation des produktiven Miteinanders zu kommen, ist ganz, ganz schwierig. Aber wie gesagt, das ist der älteste Text unserer abendländischen Vergangenheiten. Das ist ein Text, der basiert auf einer sehr guten, ganz neuen Übersetzung von dem Professor
Professor Maulheim, Archäologen in Heidelberg. Und das hat der Klimke geschrieben. Der Klimke ist der so Librettist von dem Kresnik, der wirklich sehr gewichtiges Tanztheater in Deutschland macht, hochpolitisches, ganz gewichtiges. Als ich hier engagiert worden bin, habe ich hier gesehen von dem Kresnik eine Produktion über Hannelore Kohl, die auch diese Stadt sehr erregt hat und gab ganz widerliche Meinungen dann, warum ich das nicht verboten hätte. Ich war noch gar nicht da oder so. Aber ich sage, so, diese zwei Leute mit mir zusammen versuchen das zu stemmen, das reibt sich eben an altem Text. Ja? Klar. Und ich rede ja nur von mir, dass er ist ja auch letzten Endes in einer anderen Weise ein Regisseur von Theater, das weiß Gott. Aber ich versuche halt durchgehend, ein Leben durchgehend, mich an Texten zu reiben. Ob die nun von Peter Weiß sind oder von wem auch immer, von Kelling oder wem auch immer, von der Jelinek oder so. Oder eben von Shakespeare oder Schiller oder von jetzt diesem Gilgamesch-Epos. Das vermisse ich jetzt sehr bei dieser Performance-Geschichte, die er hier uns präsentiert. Das ist, wie ich meine, unendlich performance-lastig. Das finde ich ja toll. Und wenn so eine Presse in Mannheim schreibt, ach, dieses Theater der Welt, das hat sich auch alles übermieft und Theater will man doch gar nicht mehr sehen. Man will sowas sehen. Das stand in Mannheim am Morgen. Das finde ich auch toll und schick und irgendwie gut, weil ich liebe das ja alles, ja. Aber ich vermisse eben, ich vermisse die Basis von Theater, nämlich den Text. Ja, wo ist Ihre Bedeutung von Sprache bei dem, was Sie im Festival machen? Die Bedeutung von Sprache und Text. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht daran erinnern, dass der Mann am Morgen was über Vermiefung von Theater geschrieben hat. Also das würde ich nie im Leben behaupten. Ich finde konventionelles Theater oder auch engagiertes Theater total super. Ich mache über weite Strecken was anderes. Das heißt aber überhaupt nicht, dass ich die Wichtigkeit des anderen in irgendeiner Art und Weise bezweifle. Aber hier bei Gobspot, das ist ja ein riesengroßer Romantext und endlicher Spaß, der extrem wichtig ist. Aber natürlich, wenn ich es jetzt ein bisschen polemisch sage, Sie reiben sich an Gilgamesch, ich reibe mich an Telefonzellen. Also die natürlich meine Inspiration, und natürlich ist für mich, sind Romane, sind bestimmte Filme, ist eine Architektur der Stadt, ist Pop, bestimmte Musiken, das alles für mich eine große Bibliothek, die sich auf sehr verschiedenen Medien bewegt ich glaub mir da eklektizistisch, was mich gerade anmacht und was mir Lust macht, was zu erzählen. Telefonzellen als Archetypen? Telefonzellen, na eher als, ich glaube, dass in dem unbenutzten, in dem unmodisch gewordenen, in dem nicht brauchbaren immer, dass man damit immer was anfangen kann. Oder die ich liebe so Theater wie Rimini-Protokoll, Situation Rooms, wo man halt über ein iPod verschiedene Perspektiven auf sowas wie syrischen Bürgerkrieg und Waffenproduktion kriegt. Ich würde ja da auch nicht für mich selber spreche ich da eher nicht von einem politischen Theater, sondern eher von einem sozialen Theater oder einem partizipativen Theater. Das ist, ich glaube, Herr Heime würde gerne Frau Merkel ablösen und den Karren aus dem Dreck ziehen und ich wüsste gar nicht, wie man das tun soll. Und will das auch um Himmels Willen nicht haben. Herr Heime, ist das so? Das ist eine ganz widerliche Unterstellung. Naja, gut. Sicher, wenn es denn sein müsste und es dadurch besser werden könnte, würde ich das auch versuchen. Aber ich habe das niemals bedacht, überhaupt in sowas einzutreten wie in eine Art von Partei. Aber ich bin sehr gespannt darauf, was Sie in München machen. Da sind Sie ja vor dem Dilemma. Also das Dilemma ist ja was, ein herrliches Dilemma. Das ist ja die Spannung schlechthin. Ja, was macht jemand, der dieses Hau in Berlin ja grandios gemacht hat, natürlich gegen zwei Opernhäuser. Also das ist ja, das war in Berlin, glaube ich, ungeheuer wichtig und toll. So, was machen Sie nun in diesen Kammerspielen? Ich habe ja einmal in
diesen Kammerspielen inszeniert, nur anekdotisch. Dann habe ich von dem Biermann diesen Dra-Dra-Uhr aufgeführt und habe da in Absätzen, hohlen Absätzen aus der DDR in Anführungszeichen die Texte rausgeschmuggelt. Dann wurde ich auch da mal eine Woche verhaftet und dann durfte ich auch 10 Jahre nicht mehr in die DDR, nachdem ich diesen Dra-Dra inszeniert hatte. Und wir haben da zum Beispiel ein Programmheft hergestellt, was von Herrn Everding geschwärzt worden ist. War nur eine Seite, die noch erlaubt war, alles andere war verboten. Wir haben diesen Dra-Dra natürlich bezogen auf die Kapitalisten in München, auf den Starnberger See, wo man gar nicht mehr baden kann, weil da jeder seine Villa hatte. Wirklich hochpolitische, aber auch sozialpolitische, das meine ich, sollte man gar nicht trennen, eine Produktion, die letztendlich verboten worden ist. Ja? Der Kipphardt ist dadurch geschasst worden, der sollte ja da Intendant werden, ist gar nicht. Also diese Kammerspiele waren ja auch, da hat der Stein auch am Anfang ungeheuer wichtige Produktionen gemacht und da war ein riesiger Aufbruch in diesem von Falkenberg, Sie wissen ja, welche Theatertradition diese Kammerspiele haben, die ist jetzt durch den Simon auch längst gebrochen und das ist ja eine lange Zeit vorbei, das, was ich da jetzt beschrieben habe. Aber das war ein Ort, wo wirklich was entstanden ist in diesem München gegen diese unendliche Kapitalsituation, die in dieser Stadt herrscht. Ja. Das müssen Sie ja, wollen Sie ganz sicherlich ja auch. Das ist so ein Thema, also, oder? Ach, ich gehe da so. Ich gehe eher auf München so. Ich habe jetzt halt mit 50 Mitarbeitern von Münchner Kammerspielen geredet. Sie kennen dieses etwas unerfreuliche Kapitel, wenn man sich dann einer neuen Intendanz annähert. Und bei allen Leuten, niemand hat mir davon erzählt, dass sie Schwierigkeiten mit dem Job haben. Niemand hat mir erzählt, dass sie Schwierigkeiten mit den Finanzen haben. Und jeder hat mir erzählt, sie haben eine zu kleine Wohnung, sie suchen eine andere Wohnung, die Wohnung ist zu teuer. Und man hat zum Beispiel einfach eine Münchner Situation, wo pro Quadratmeter zahlt man für neu anzumietende Mietwohnungen 20 Euro kalt. Ja, Wahnsinn. Ja. Und selbst wenn Sie jetzt meinetwegen jemanden von Kammerspielen nehmen, der extrem gut verdient, dann sagen wir, verdient er 5.000 oder 6.000 Euro und davon kriegt er 3,5 ausbezahlt und dann zahlt er, wenn er eine Frau und zwei Kinder hat, zahlt er 2.400 Euro Miete für die 100 Quadratmeter Wohnung und lebt dann von 1.100 Euro zu viert. Also das ist eine Situation, wo über eine Immobilienszene auch dem Mittelstand total der Teppich unter den Füßen weggezogen wird. Und dann reagiere ich und da habe ich das Gefühl, bin ich ein Herz mit der Münchner Bevölkerung, indem ich dann genau so ein Thema angehe und versuche, da hinterher zu recherchieren. Und daraus zum Beispiel eine Idee für eine Produktion beziehe. Also ich würde eher meinen Ansatz eher extrem journalistisch beschreiben. Also das ist auch oft bei der AZ, 2/3 der Tage ist die Titelseite genau mit dieser Thematik. Die Thematik ist nicht nur in München wichtig. Also im Ganzen ist das westeuropäische System dabei. Erwerbsarbeit wird immer unwichtiger und Immobilienbesitz und Mietverhältnisse werden immer wichtiger. Also es gibt, wir sind in dem Wechsel von einer Arbeitsgesellschaft zu einer Besitzgesellschaft. Und das sind natürlich unglaubliche Fakten, die extrem viel verändern werden. Und das sind genau Themen, die ich dann aufgreife. Also die alte Produktion hier vor Ort gegen das Neue, was allerdings ja immer noch auf der Produktion basiert, weil Deutschland ist im Moment in Europa deswegen ja so gut, weil Arbeit relativ billig ist und weil produziert wird und auch dieser Besitz ja finanziert werden muss. Ich frage dann mal an Sie beide, also dieser Anspruch, dass Theater Identität stiftet, dass Theater Gesellschaft reflektieren muss und letztlich ja auch dazu führt oder führen soll, dass es wirkt. Und dann ist die Frage, kann man jetzt mit Sprache, Herr Heimert, was,
für Sie ja im Sprechtheater im Mittelpunkt steht, oder mit Bildern, mit Bildsprache auf diese neuen Entwicklungen reagieren. Ist das eine sozusagen die alte Fabrik und das, was Sie machen, jetzt die Reaktion auf die Besitzgesellschaft, wenn es sie denn so gibt? Ja, es gibt ja erstens, es gibt natürlich Musiktheater, es gibt Tanztheater, es gibt diese ganzen Performance-Möglichkeiten, die, das ist ja ein es ist ja nicht nur Sprache, es ist, aber es ist, ja, es reibt sich an, an Dingen, die es zu erhalten gilt, also an Vergangenheiten. Das will ich ja überhaupt nicht absprechen, dass es vielen Performance-Geschichten nicht, weiß Gott, der Fall auch ist. Wenn der Fostel so Brote um diese Kölner Oper legt, dann legt er die ja dahin, weil sich das auch reibt an Vergangenheiten oder an völlig verkrusteten Theatersituationen auch. Ich finde das alles, was da kommt, für mich selbst, ich werde da nicht viel schaffen zu sehen. Aber ganz toll, also ungeheuer spannend, weil es natürlich Theater verändert, also dieses Festgezurrte verändert, aufbricht und durchgehend in Frage stellt, aber auch aufsaugt und gegen. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Ja. Was ich vermisse, ist auch Theater der Welt. Also, nein, der Langhals hat das geschrieben in einem Kommentar. Dieses verstaubte Begriff von Theater der Welt wird durch Sie, nicht nur durch Sie, aber ist längst ja vorbei, dieses Theater der Welt. Wenn ich so sehe, was die Muschkin produziert, ich habe es nie geschafft, die nach Ludwigshafen zu holen, weil das Geld nie da. Ich bin damals aus den Ruhrfestspielen da auch mit Krawall und mit dem Mortier und mit da weggegangen, weil ich es auch nicht geschafft habe, diese Muschkin da mal durchzusetzen. Das sind halt so Momente von Theater, die ich auch unendlich wichtig finde und die ich halt vermisse, auch jetzt bei Ihnen. Dass man sowas geholt, dass man eben sowas, das ist ja eine Geldfrage. Das ist ja eine Geldfrage. Und Sie ich, also haben ich, ja Geld. Also ich hätte Ariane Muschkin holen können. Ich hätte natürlich Muschkin holen können. Theatre du Soleil finde ich großartig, aber ich finde auch, dass die große Zeit etwas vorbei ist. Das war ein Commedia dell'arte Begriff, gemischt mit einem politischen Theater bei 1789, bei L'Âge d'Or und all diese Geschichten, aber das sind der Job von Theater der Welt ist dann auch neue Setzungen zu machen und die Frage von Theater der Welt ist, wer ist die neue Ariane? Ja. Das ist die ich habe da natürlich eine große Verehrung. Jetzt war gerade über mir Macbeth, waren super Kritiken, die ich noch nicht gesehen, also den einen noch nicht gesehen, der ist ja gerade erst rausgekommen. Kann man drüber reden, aber natürlich ist natürlich würde dann auch eine Einladung vom Théâtre du Soleil ein Drittel des Budgets des Festivals natürlich auch wegfressen. Klar, ja, sicher. Aber und da sind mir das war einfach eine Hoffnung, und meine Setzungen sind da eher diese X-Firmen-Geschichte oder diese Hotelgeschichte, die sich anders mit der Stadt verzahnen. Und das ist halt eher so ein Kunstbegriff, aus dem ich herauskomme. Wenn ich jetzt sowas wie Theater definiere, würde ich ja für mich eher sagen, das Theater ist für mich ein Labor für das Ausprobieren zukünftiger urbaner Lebensformen. Also da ist der Literaturbezug für mich deutlich als eine Möglichkeit unter anderen sichtbar. Das ist und ich glaube, dass bei dem Festival einfach eine große Lust gibt. Auch Marina Abramović und Beuys und Fostel sind ja großartige historische Bezugspunkte und für mich sind Schlingensief hat ein Drittel seines Werkes aus den Reenactments von Beuys Performances bezogen das ist für mich genauso eine Literatur wie Gilgamesch.
Ja. Ja, das ist richtig. Aber ich mache ja Gilgamesch selber, deswegen vermisse ich es erstmal gar nicht, sondern es macht mich ein halbes Jahr meines Lebens aus, sich mit diesen Texten im Verhältnis zum Heute da wirklich auseinanderzusetzen. Und das ist eben unendlich erstaunlich, welche ungeheuerliche Qualität des Sezierens von gesellschaftlichem Miteinander, Gegeneinander, Brutalitäten in diesem alten Text ist, die heute schlichtweg Batsch anwendbar sind, ohne dass man eine Silbe verändert, wenn es richtig übersetzt ist. Das finde ich maßlos spannend. Das ist aber eine von vielen spannenden Theatermöglichkeiten. Ich finde das wahnsinnig gut. Wenn ich das so sehe, wie wir hier heute sitzen, habe ich halt die Riesenangst, das geht vorbei an sehr vielen, die man auch hätte mitnehmen können sollen, vielleicht stärker mitnehmen sollen. Wenn ich die Muschkin, Sie beschreiben das ja völlig richtig. Total richtig. Trotzdem hätte ich halt in diesen 10 Jahren wahnsinnig gerne auch mal in Ludwigshafen verwirklicht, dass man so eine Produktion, auch weil sie natürlich so teuer ist, es eben so schwierig, hierher geholt hätte. Und mit Theater der Welt wäre eben eine Chance gewesen, zum Beispiel so eine Produktion, die letzten von der Muschkin zu holen. Das ist ja jetzt nur ein Beispiel, es gibt ja noch andere. Ich bin ja mit dem Theater von Heime groß geworden. Also das war ja ein Bezugspunkt. Also und ich finde das auch großartig, wie er das macht. Ich versuche ja mit Theater der Welt auch in Relation zu Kosminskis neuem Stücketheater dann das vorsichtig, um sowas wie Performance zu ergänzen. Also ich bezweifle das ja gar nicht. Ich würde mich aber auch sehr freuen, wenn Theater der Welt zum Beispiel halt dazu führt. Es gibt in Baden-Württemberg natürlich eine Diskussion darüber, ob ein Produktionshaus gegründet werden soll, also ein Ort, wo freie Gruppengastspiele und internationale Gastspiele stattfinden können. Und ich fände das natürlich, und da gibt es auch eine Städtekonkurrenz zwischen Mannheim, Heidelberg, Stuttgart und Freiburg. Ich fände das zum Beispiel eine großartige Aktion, wenn sich die Städte Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen für so ein Projekt zusammentun könnten, auch über die Grenzen dieser Bundesländer hinweg. Das ist ja auch die Hoffnung mit der Kulturhauptstadt, die ja irgendwann, jetzt ist sie nur 2025, also entzieht sich auf jeden Fall meiner Verantwortung, sagen wir es mal so. Wissen Sie, da gibt es ja eben ein Nationaltheater. Und dieses Nationaltheater ist eines der größten deutschen Stadttheater, auch das älteste überhaupt, was also bürgerlich getragen worden ist. Nicht vom Feudalen, sondern von der Bürgerschaft. Das feiert eben auch ein großes Jubiläum. Und daran reibt sich das im guten Sinne. Hier haben wir das alles gar nicht. Deswegen, wissen Sie, es fehlt dieses Zentrum, den Alltag im guten Sinne, ja, bestimmende Zentrum von Kunst. Hier, sowas. Gibt es ja gar nicht. Da werden Produktionen eingeflogen oder der Versuch von mir jetzt in den letzten 10 Jahren, da was zu etablieren, was diese Städte eben diesen Theatern, die keine sind, trotzdem abverlangen müssten. Ja, diese Art von Modell wollte ich ja versuchen, hier hinzukriegen. Und was ich auch, glaube ich, in einer gewissen Weise habe. Nur ohne diese Reibung, ja, dieser alltäglichen qualitativen Versuch mit Texten, mit Traditionen, mit dem Zerreiben von Traditionen, mit dem notwendigen Konfrontieren mit der Zukunft dessen, was Sie jetzt hier zeigen, das zu bringen, das ist eben das Nationaltheater. Und dadurch hat es auch diese große Qualität, also auch jetzt diese Reibung, die Sie vorschlagen. Aber wenn das nicht ist, ja, dann geht das nicht, also würde ich sagen. Ich würde das gerne mal so weiterführen, Herr Lilienthal, Sie zu fragen, das Festival, führt das oder wollen Sie das oder ist Ihnen das egal sozusagen, dass diejenigen, die auf die Performances gehen, auf die anderen Veranstaltungen gehen, anschließend ins Nationaltheater gehen, dass viele aus dem Nationaltheater dann in das
Theaterfestival der Welt gehen. Gibt es da einen Zusammenhang oder ist das eine völlig neue Eroberung urbaner Räume von zwei, ich sage das nochmal in dem Schema, dieser aus Ihrer Sicht vielleicht etwas provoziert überkommenen alten Nationaltheatertradition und dem anderen Raumerschließungskonzept der Telefonzelle und der Räume unter Hagia Sophia, wie wir sie vorhin gesehen haben? Na, ich hoffe, dass zum Beispiel halt das Nationaltheater hat ja bei den Schillertagen auch das Ex-Wohnung vor 3 Jahren schon gemacht und ich hoffe, dass ich da einfach so ein Virus reinsetze, der dann auch unabhängig von dem Festival weiterlebt. Also und dass so ein anderes Nachdenken über einen viel weiteren Kanon der Theater sein kann, dass wenn das Festival von den Zuschauern angenommen wird, wenn die Menschen das mögen sollten, dann glaube ich, zieht das automatisch Kreise und geht das automatisch weiter. Und ich habe das Gefühl, dass die Menschen hier aus der Region total neugierig sind. Wenn es Audioführungen durch die Törle-Kasernen gibt, dann rennen die Menschen hin und wollen die Kaserne sehen und benutzen diese Audioführungen dafür und haben ihren Spaß dabei. Und ich glaube genauso finden sie dann irgendwie Theater auf dem Tennisplatz und Tennis spielen ohne Schläger und Ball erstmal interessant und gucken, was das ist. Und dann gucken wir, wohin einen das trägt. Und gleichzeitig diesen erweiterten Kulturbegriff und diesen erweiterten Performerbegriff will ich in einer bestimmten Weise aufwerfen. Aber natürlich ist es auch klar am Anfang gesetzt, also die am Freitag wird die Einleitungsrede Jacob Appelboom halten. Jacob Appelboom ist ein enger Mitarbeiter von Snowden und Assange und hat dieses Verschlüsselungsnetzwerk Tor begründet und für mich ist das eine in Deutschland völlig unterbespielte Tatsache, dass diese ganze NSA-Diaspora in Berlin rumhängt. Da sind 800 Leute und zum Beispiel so jemand wie Jacob, bei dem ist das sehr unklar, ob ihm 20 Jahre Knast erwarten würden, wenn er in die USA zurückgeht. Er hat viele Dokumente aus dem Archiv von Snowden veröffentlicht, hat ja unter anderem für den Spiegel die Handymitschnitte von Frau Merkel veröffentlicht. Also und mit einer Rede von so einer Figur, so ein Festival anzufangen, ist für mich halt interessant. Ich finde das vor allen Dingen deswegen so gut, weil Sie das mit dem Wort Aufklärung verknüpfen. Das ist ja wirklich eine Mannheimer Situation, was den Schiller betrifft, diesen Austritt des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Das hat ja, weiß Gott, mit dieser Affäre was zu tun, und dieser Unmündigkeit, auch in der wir uns ganz wohlfühlen, sehr wohlfühlen, zu wohlfühlen. Ich finde das ganz toll. Also so ein Punkt, zum Beispiel, da bin ich völlig begeistert. Also ich sehe, treffen Sie sich sozusagen in der politischen Tagesaktualität, die dann auch in diesen urbanen Räumen eine Rolle spielt. Stichwort Anonymität in diesen Städten, in dieser Verstädterung, die wir international in Deutschland auch beobachtet haben, und trotzdem Aufheben der Anonymität durch das, was NSA gemacht hat, Privatheit, die eine Rolle spielt, Vereinzelung oder auch kollektiv. Spielen diese eine Rolle bei Ihnen in der Konzipierung oder in Ihrer Idee, diese urbanen Räume für Theater zu erschließen? Natürlich bei der Erschließung der Räume sind das, dieses ganze Camp ist ein großes Kommunikationsmodul. Also natürlich die sich treffen. Ich weiß ja gar nicht, ob diese Gesellschaft, bei meinem 17-jährigen Sohn habe ich nicht den Eindruck, dass er vereinzelt, aber die treffen sich halt beim Chatten und die treffen sich dann halt vielleicht nicht mehr auf dem Spielplatz. Und das empfinde ich aber gar nicht als Kulturverlust. Also das ist einfach eine anders strukturierte Wirklichkeit, wo wir drei halt
einfach zu alt sind, um die Wirklichkeit mitzunehmen. Aber das sind andere, das sind schlicht und einfach andere Strukturen. Und man merkt zum Beispiel, ich glaube, dass sich in den nächsten Jahren einfach die Begriffe von Zentrum und Peripherie total verändern werden. Also in diesem Internetzeitalter macht auch der Begriff von Zentrum viel weniger Sinn als in der mittelalterlichen Stadt, in der wir immer noch leben. Und das sind so Ansätze, wo man halt wirklich, die Realität ist da viel schneller als wir als Theater- oder Performancemacher. Und da versuche ich nur nicht völlig den Anschluss zu verlieren. Also Sie laufen auch mit der Performance, haben Sie den Eindruck, dem, was da tatsächlich passiert, hinterher, wobei wir ja, wenn Sie sagen, die Mitte spielt keine Rolle, das Zentrum spielt keine Rolle mehr, Berlin-Mitte hat sich ja nun in eine besondere Rolle, und Sie kommen ja auch aus Berlin, entwickelt, das wäre ja fast von den Mietpreisen, soziale Situation und, von dem, was in Mitte im Moment passiert, ist das aber eigentlich auch das Gegenteil, dass wir auch neue Zentren haben, also das ist nicht eine Bewegung, aber da gibt es ja auch eine Gegenbewegung dazu, die Urbanität dann auch wieder zum Zentrum macht. Ja, aber auf der anderen Seite in der Umgruppierung der Stadt Berlin kann man das im Moment eigentlich ganz gut sehen, weil der Kudamm und Mitte sind ja völlig uninteressant geworden und die Stadt definiert sich dann zum Beispiel halt über das Tempelhofer Feld neu. Also die eher über eine Sport- und Wochenend- und Naturgesellschaft, während so eine Konsumgesellschaft in den Hintergrund tritt und Mitte ist jetzt so ein versteinertes Museum für Touristen, wo viele NRW-Touristen durchrennen und damit basta. Und das sind natürlich verlieren diese Städte, Berlin ist auch dabei, sein Zentrum zu verlieren, wie London und Paris es schon längst getan hat. Okay, wir lassen das mal so stehen. Denn das hat ja auch, das führt ja dann auch weitergehend dazu, weil Zentrum heißt ja auch, dass es tatsächlich ein Zentrum gibt, und Zentrum heißt, dass Leute auch dort miteinander reden, dass es Zentren auch von Meinungs- und Willensbildung gibt, dass es Diskurs gibt. In dem Theateransatz, den Sie verfolgen, hier auch in Ludwigshafen verfolgt haben, war ja nun Diskurs, das Ringen um Meinungen, das Ringen auch um bessere Lösungen aus bestimmten Kriterien heraus, ein ganz zentraler Aspekt. Und da würde mich bei Ihnen beiden nochmal interessieren, wie der Diskursgedanke, auch durchaus der antike Diskursgedanke, dieser Gedankenaustausch, das Ringen um Veränderung zu etwas Besserem, gerade in einem Haus wie hier, wie sich das niederschlägt und mit dem verträgt, was wir bislang diskutiert haben. Naja, ich wollte dazu dem Tennisspiel noch was sagen. Diese Verblödung dieses Massensports, den man an der Glotze ja genießt, weil man dann man fährt ja nicht nach Wembley, weil das ist alles zu teuer, das ist auch dann vielleicht doch zu blöde, sich damit dann auch vor Ort noch zu beschäftigen. Aber es sind ja Millionen, die das also geguckt haben. Das ist aber unter, weiß Gott, ist nicht mehr. Aber ich meine, diese Produktion hat ja was damit zu tun, dass Menschen sich das angucken, dass sie sich mit ihrer eigenen Verblödung auseinandersetzen, dass man sagt, man soll vielleicht da doch nicht Stunden und Stunden vor diesem Blip, Blab, Blub was irgendwie verbringen. Es ist eine Kritik an diesen Heroen, die da wie Steffi Graf, was weiß man. Also das ist ja eine äußerst gewichtige, an dieser Gesellschaft rumarbeitende, rumschiebende, rumnörgelnde und die Verblödung dieser Welt aufhalten wollende Produktion. So würde ich das mal sagen. Und das hat ja was mit dem Auftrag von Kunst zu tun. Das soll Kunst. Und deswegen, wissen Sie, ich finde das ja wichtig, und ich glaube auch die Leute, die da reinkommen, erkennen das, können das erkennen. Und oder können sich selbst vielleicht dann auch irgendwann dann nicht mehr so sich selbst das Leben nicht zugestehend vor diese Glotzen hocken. Das ist ja eine Hoffnung, die ich mit so einer Produktion verbinde, wenn ich die sehen würde oder das beobachte, was die Produktion will. Und das will ich ja auch. Also ich will ja, das ist nichts anderes. Und die großen Schübe,
Stübe, die aus diesen Performance-Geschichten, was weiß was von den Boys, von Fostel, von Abramowitsch, von Andy Warhol, was da gekommen ist auf diese etablierte Situation von Kunst, ist ja monströs gewesen. Es ist ja wirklich ganz, ganz stark und durchgehend, auch heute durchgehend beeinflusst. Deswegen finde ich das unendlich wichtig. Was mir fehlt, ist einfach die Reibung an Qualitäten, die man erhalten sollte. Warum soll man sie erhalten? Warum soll man eh alles auf die Müllkippe schmeißen und so? Das sind Fragen, die für mich in diesem Fall zu wenig beantwortet oder angegangen worden sind. Ist aber meine Meinung. Das ist ja, Gott sei Dank gibt es ganz andere Meinungen. Ja, ich bin eher so ein spielendes Kind, was so ein paar Spiele anschiebt, die es nicht genau überblickt und guckt, wohin einen das treibt. Und hier ist dann lustig, wie man Tennisspiel halt mit dem Text auflädt und gleichzeitig mit dieser Realsituation des Tennisplatzes konfrontiert. Und dadurch entstehen so Überlagerungen von Bedeutung, die man dann sehr verschiedenen. Ich gucke ja auch gerne Fußball im Fernsehen, finde das auch keine Verblödung, sondern es sind halt. Wäre auch gut gewesen, sich mit Fußball auseinanderzusetzen, weil das ist eine größere Aggression im Moment, wenn das passiert wäre. Ja, ich mag so die etwas anachronistischen, abseitigen, alles Modische, was so zu sehr auf dem Tisch liegt, geht mir so ein bisschen am Marsch vorbei. Nochmal Diskurs. Ja, aber Diskurs habe ich im Hau viel mehr gemacht als jetzt in Mannheim, sondern der Diskurs findet ja hier eher auf der Ebene Jelinek statt, auf der Ebene Appelboom statt, und der findet man merkt in dem Festival, dass es sich immer wieder um Rassismus handelt, man merkt im Festival, dass Menschen auf der Bühne sind, die sind nicht mehr heterosexuell, die sind nicht mehr schwul und die sind nicht mehr lesbisch, sondern haben geschlechtliche Patchwork-Identities, wo dann vielleicht das Geschlecht und das erotische Begehren gar nicht zusammenfallen. Es sind merkwürdige andere Menschen. Also Gender ist ein großes Thema innerhalb dieses Festivals. Und das sind genau diese Diskurse, die ich reintragen will. Und ich wäre glücklich, wenn die Menschen sich über so eine Produktion wie Gobsquad verführen lassen, von Ansätzen treiben zu lassen, die sie nicht mehr überblicken. Herr Heimel, Sie lassen sich bei... Ich muss in 5 Minuten weg. Dann kommen wir gleich zur Schlussrunde. Denn ich glaube, eins ist schon ein bisschen sehr deutlich, also für mich zumindest auch nochmal sehr deutlich geworden, auch jenseits der Vorbereitung. Dass ich glaube, gerade wenn man in diesem Haus ist und so die Vorstellung hat, es gibt hinter dieser Theaterbühne noch diese andere Möglichkeit, dass da sich noch was verändern lässt, fällt mir eigentlich so ein, dass Herr Heimel, Sie noch an die bessere Welt sozusagen glauben, auch mit einem komplexen Konstrukt glauben, während umgekehrt eher so ein wenig das Ende der Geschichte und dann nur noch der spielerische Umgang mit dem, was ist, bestimmt. Ohne dass sie nicht auch den Anspruch verfolgen, natürlich hinter die Kulissen zu blicken und Identität zu stiften. Und das macht, glaube ich, einen Unterschied aus, aber einen sehr spannenden Unterschied. So habe ich ihn zumindest empfunden. Ja, wenn so jemand hier unten, der Bloch, den ich immer, wenn ich hier vorbeigehe, mit großer Ehrfurcht einen kurzen Moment verharre. Ich kannte den gut und wir haben ja auch viel, also 3-4 große Produktionen in Köln gemeinsam, wo er mich sehr beratend von dem Forte Luther Münzer und der Erfindung der Buchhaltung, das ist eigentlich sein Werk gewesen, dass ich mich damals mit diesem Stoff auseinandergesetzt habe, mit Thomas Münzer und so. Und wenn der im Prinzip Hoffnung hat, das auf 2 Seiten beschreibt, mit welcher utopischen diese Welt verändern wollenden Qualität dieser Beethoven sich mit diesem Fidelio zum Beispiel beschäftigt hat, dann sind das auch nicht nur Glaubensmomente, sondern Wissensmomente, um die Veränderbarkeit von oder die Gestaltung von Zukunft
durch Mosaiksteine des Gestern, die es zu bewahren, die es aber auch zu verstehen gilt, die es auch anzuwenden gilt. Ja? Und dieses Reiben an einer Tradition, die ja nicht die Tradition wieder einführen will, sondern das Gegenteil, sie überwinden will, aber damit eben umzugehen vermag. Das ist halt dieses Zentrum hier, oder ist auch das, was dieses Ludwigshafen durch diesen Menschen halt für mich zu einem ganz wichtigen Ort gemacht hat. Einer der wichtigen Gründe, warum ich überhaupt in diese Stadt gegangen bin, ist Herr Bloch und dieses Denken und was auch dieses Institut, die Zusammenarbeit auch mit dem Bloch-Zentrum. Das schließt sich bei ihm ja alles gar nicht aus. Ich habe nur meine Verluste, da sagte, ach Gott, doch, wir machen das doch oder das doch. Ich finde das wahnsinnig gut, was ihr da macht. Das ist ganz toll. Und ich finde es schade halt, dass hier diese Stadt nicht... Ja, also auch das ist so eine freie Szene in Mannheim, dieses Exit da, wisst ihr, ihr murkst da in diesen Situationen rum, die eigentlich am völligen kaputtgehen sind. Das, was nicht Nationaltheater ist in Mannheim, hat es nicht nur schwer, sondern hat es eigentlich ganz schlimm, am Verrecken seit Jahren. Und jetzt, ja, Zeitraum Exit arbeitet ihr, aber die Gruppe selbst ist, ja, der Raum ist da für euch. Also dieses auch Wissen, was da in Mannheim eigentlich Not täte, findet da auch zu wenig statt, meine ich. Also man hätte mehr mit diesen da niederliegenden und ganz, ganz wichtigen Kunstsituationen, die außer dem Nationaltheater, ist natürlich auch schwierig. Kosminski ist ja der mit, klar, wenn man das mit macht, das mitmachen, ja, das ist klar, das ist das Zentrum auch. Das ist ja, also das sind aber so Lokalansichten, weil dieses Leid dieser Gruppierung, die nicht in der Liebe der großen Parteien sind, das ist halt alles die sogenannte freie Szene. Und wenn ich das Wort allein schon höre, wie man eine Szene, die sowas von geknechtet ist wie keine andere, als freie Szene tituliert, ja, das ist ja eigentlich die verreckende Szene überhaupt. Ja, diese Art von Kunst, die aber so gewichtig ist, die hat ja auch sehr viel mit dem, was sie machen, zu tun. Und die hätte vielleicht auch stärker eingebracht werden können müssen. Aber ich freue mich darauf, dass alle Missstände und Hoffnungen auf das Festival projiziert werden. Alle auf einmal kann ich aber trotzdem nicht lösen. Ich würde nicht Appelbaum einladen, wenn ich nicht irgendwie einen Restbestand von aufklärerischem Anspruch hätte. Aber ehrlich gesagt, die Geschichte der letzten 20 Jahre, einfach die Intellektuelle und Theater und Künstler haben fundamental in der Bundesrepublik jegliche Meinungsführerschaft verloren. Das war in den 70er und 80er Jahren noch anders. Das ist in den 90er und Nuller Jahren so. Und ich schaffe spielerische Installationen, die immanent natürlich neue Identitäten kreieren. Das ganze Migrationsprogramm, was wir gemacht haben in Berlin, war natürlich ein zutiefst identitätsstiftendes Modell. Aber ich formuliere das auf einer ganz anderen Ebene, als Heime das tut. Und ich bin aber total froh und bewundere die Arbeit, die er an Tradition und Text tut. Ich meine, das war jetzt auch ein wunderschönes Schlusswort, weil Sie müssen ja auch gleich wieder rüber. Ich muss leider auf die Probe von Nicolas Stehmann für die Eröffnungsproduktion und die warten jetzt gerade mit dem Durchlauf auf mich. Nach Mannheim auf das Festival und wir haben ja hier in Ludwigshafen. Aber mal quatscht ihr doch einfach mit dem Publikum noch. Das machen wir auch weiter und ich entschuldige mich vielmals bei Ihnen. Also vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für die spannende Diskussion. Und das Publikum hier, das Publikum auch an den Bildschirmen, hat ja die Möglichkeit, beide Theaterformen zu erleben, beide urbanen Welten im Theater zu erleben, sich selbst eine Meinung zu bilden und dann in den Diskurs einzutreten. Meine Herren, vielen Dank für das Gespräch und den breiten Bogen auch der Darstellung dieser unterschiedlichen Theaterwelten, die dann doch in einer Welt, in einer urbanen Welt spielen. Vielen Dank. Vielen Dank. Sagen Sie, Barbara und Kirmen, schön groß. Ja, okay, dann mach ich ja. Vielleicht komme ich ja.